Das fehlende Dach und damit die schützende Struktur ergeben nach Auswertung der ADAC-Unfallforschung ein leicht erhöhtes Verletzungsrisiko bei Cabrios im Überschlagsfall. Vor allem Kopfverletzungen sind dann schwerer als bei geschlossenen PKWs. Für den ADAC Grund genug, diese Art von Unfall nachzustellen. Getestet wurden 4 Cabrios der Kompaktwagenklasse, die entsprechend ihrer Marktbedeutung ausgewählt wurden. Wie gut sind die Insassen geschützt und funktionieren die Schutzsysteme im Falle eines Überschlags? Die Testvorbereitung, Durchführung und Auswertung wurde dabei von Experten der Technischen Universität Dresden begleitet. Aus unserer Sicht ist die Methodik vollkommen korrekt gewählt. Die Tests sind gleichartig durchgeführt worden und vor allen Dingen vergleichbar. Die Tests wurden in Anlehnung an die US-Norm FMV SS 208 durchgeführt. Dabei werden die Fahrzeuge auf eine schräge Ebene gebracht, auf 48 km/h beschleunigt und auf einer Straße abgerollt. Alle Modelle, die wir getestet haben, sind sichere Fahrzeuge. Sie haben alle automatische Überschlagsschutzsysteme und Gurtstraffer, zumindest auf den vorderen Plätzen. Der Opel Cascada ist ein gutes Fahrzeug. Wir haben nur geringe Belastungswerte gemessen und der Überschlagsschutz, das heißt die Integrität der Fahrgastzelle, bleibt erhalten. Der Renault Megane erzielt hier ein gutes Ergebnis. Sowohl die Belastungswerte bleiben im Rahmen als auch die Verformung der Dachstrukturen. Der Peugeot 308cc liefert hier ein durchschnittliches Ergebnis ab. Es gibt leicht erhöhte Belastungswerte an den Dummies. Jedoch bleibt die Fahrgastzelle weitestgehend erhalten und verformt sich nicht. Der VW Golf zeigt hier ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Hier sind sowohl die Belastungswerte an den Dummies erhöht, als auch, dass die Fahrgastzelle intrudiert wurde durch den Scheibenrahmen. Fazit: Das Verletzungsrisiko bei Cabrios ist bauartbedingt erhöht. Trotz der modernen Schutzsysteme kommt es bei allen Modellen zum Kopfkontakt der Frontinsassen mit dem Boden. Ein ernüchterndes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass diese Cabrios häufig nur auf den vorderen Plätzen besetzt sind. Fahrer- und Beifahrersitz sollten daher möglichst tief gestellt werden.